That's right. It came with Sarah's last painting. And you think your daughter could have been the sender? That is what you must find out. Go to Darkwater. Find Warehouse 36. The meaning could be exactly as it appears. I think your daughter is sending you a message. That's what I believe, too. It was 3 months ago that I received the call from the police telling me of my daughter's death. And yet a short while after, this painting was delivered to my home. The painting is linked to this case, can't you see? You must find the meaning behind all this. Ja, das weiß ich schon. I think I'm beginning to understand. I'm willing to do anything for my daughter to recover her honor. Quiet down. I'm on your side. Let's sum things up. An artist dies with her family in a house fire. Your only clue is a sort of promontory painting sent from Darkwater right before her death. Correct. And the rumors about her supposed folly. Which you don't totally deny. Find that warehouse. Find out the truth regarding Sarah Hawkins' death. You'll be handsomely compensated. All right, I'll take the case. I'll go to Darkwater and look into the death of your daughter. Thank you, Mr. Pierce. I didn't expect any less coming from a man in your situation. Something's queer. But it's not like I have a choice. Darkwater. Also, ihr könnt das ruhig auch so, wenn ihr lesen wollt, könnt ihr dann pausieren. Ich werde das jetzt nie alles durchlesen. Ganz kurz mal. Zehn, sieben, achtzehn. I think I've got a book on the North Atlantic. I'll no doubt find some information on this island in there. Darkwater is off the coast of Boston. But I've never heard of it. According to this book, it was often mentioned during whale. All I have to do is go to... Ich hab hier irgendwas übersehen. Das ist immer noch neu. Ich habe doch mal die, Zahl mal aufgeschrieben. Ich weiß nie, ob das ein Code irgendwann was ist. Okay. The port. Okay, so ich hoffe, dass ich noch hinkomme. Ich bin able to take me to Darkwater. Okay, ich habe wieder XXL-Tasche irgendwie. Woman runs off with her girlfriend. The husband couldn't understand it. Nee, hier habe ich nichts Neues. So, komm mal irgendwie Mütze? Ne, geht nicht. Okay, das Büro haben wir soweit schon abge... Okay, ich muss dann zu dem komischen Ding dahin, zu dem Lager. Erstmal Prost! Ah. Für die harte Arbeit erst einmal. Für den Alkohol. Ja, hup, hup, hup! Okay. Ich bin ein Ermittler, schon mal das gut zu wissen. Das ist schon mal der. Ein Check für mich. Es hat was mit Horror zu tun, das hat man am Anfang schon gesehen. Weil. Das habe ich schon später habe ich schon gerade selber gelesen, dass es ein Horror-Abenteuer-Ego-Shooter-Shooter-Game ist. Ja, das klingt ein bisschen komisch mit den Bezeichnungen. Ach, schon Kapitel. Das ist Kapitel. Alles klar, so schnell Kapitel 2.
Ja, easy ist so schnell. Ja, das ist ein Hardcore-Spiel. Nee, ich denke mal, es geht noch weiter. Also, weil wir das von mir vorhin schon gesehen haben, wo wir waren gerade eben, bei den Anfang schon. Der eine Typ hier, der den hier mit erschossen hat und so, den dann ja am bisschen mit ihnen Scharade gespielt hat, gerade. Ja, der Typ auf dem Bild gerade eben, genau wie der andere Typ, der gerade Scharade gespielt haben, waren auf dem Bild zu sehen und von uns beiden im Traum. Und die komischen, die ganzen frische Fleisch dort, von den Fischen lag ja auch, wirklich muss man dann irgendwie dort hinkommen. Ich denke mal, was kommt man nach. Wie lange brauchst du zum Laden, Mann? Holy moly! Sorry. Und dann das eine Typ, wo wir von seinem Bootsteck waren, mit dem Boot. Hinten ist was runtergefallen. Ganz hinten ist was ins Wasser gekommen. Deswegen bin ich wieder zurück, weil ich nicht wusste, was das war. Das hat man noch richtig gesehen, wie die Wasser das, hinten das Wasser sich bewegt hat. Also wie beim ein Schiff oder ein Stein im Wasser spielst, sind die komischen Wasser hingekommen. Das ist gerade auch gewesen so. Ja, ich weiß, meine Beschreibungen sind gerade so komisch, aber ja. Und jetzt muss ich mal so einen komischen automatisch nächstes Mal spielen, ja? Jetzt muss man mal so einen komischen Docks hier. Holy. Ich liebe diese Musik. Es freut mich so sehr, diese zu hören. Es ist wirklich geil, die Musik. Es geht jetzt erst los. Ist nicht so das neueste Spiel, auch nicht, ich weiß nicht, wie alt das Spiel ist, aber wirklich von dem Design her, was die gemacht haben, wie das schon aufgebaut ist, so das alte Schema, wie das aussieht, so in den alten Jahren, ich weiß nicht, ich glaube mal, das müsste im 18. Jahrhundert gewesen sein mit dem Telefon, ich weiß nicht, 17. 18. Jahrhundert. Ich liebe so welche Spiele, die so wirklich so in der Vergangenheit sind, wie man so die moderneren Spiele mit so übelste Almost there. alles Mögliche. Okay, so wie, danke. Ich mag so welche Spiele wirklich. Es gibt aber leider so selten Spiele, die sowas existieren. Ich hatte eins mal gehabt, wollte ich eigentlich auch euch zeigen. Leider funktionierte das nie, das Spiel, wie ich das wollte. Es hat dann komplett nichts gemacht. Und das ist einfach schön, dass es noch ein Spiel gab, das ist gerade. Was soll ich machen? Ich glaube, es gibt noch welche Spiele. Ich müsste mal rausgucken, ob nur so welche. Das hier. Okay, geiler Name für ein Schiff. Ist wirklich ein sehr altes Spiel, weil so welche Namen gibt es für die Schiffe selten noch. Aber was ich sagen muss, so, ich mag nicht so Mittelalterspiele. Das ist nicht so mein Geschmack. So komplett Mittelalter ist nicht so. Sowas hier, ja. Stay on board. There's guys coming to unload. Der Typ, der eine hat ein bisschen mehr getrunken, ein bisschen über dem Boot, ja, weil das so rot aussah. Welcome to Darkwater Island, Mr. Pierce. Why, thank you, Captain Fitzroy. Ich hab keinen Bock. So, what wind brought you? Does the Hawkins case mean anything to you? A sad story that we would all prefer to forget. Charles Hawkins may have been a landlubber, but he was a good man. And his wife, Sarah Hawkins. A nice young woman and a great painter. What a tragedy. You know what? Go have a drink at the Stranded Whale. What you need is a good pick-me-up. Mitchell may not be very welcoming, but his bar holds a surprise for you. As for me, you'll find me at the Harbor Master's office. If it's the Hawkins family that brings you here, I have a pile of documents that should interest you. Understood. I'm going for a look around the docks. Ah, ich kann ja auch rumpeln. Ah, okay.
Hey. Ja, ich gehe erstmal hier hin, weil da hat er immer hier hingezoomt. Dann hier und dann da. Ich wollte erstmal, wie zu der Herberge ist. The blood is just beginning to coagulate. It died a short time ago. Killer whales have few predators. And there are no sharks in these waters. What creature could possibly have done this? Don't put that beast back in the water, The same goes for you, sir. Move along. Holy moly! Dicke Gesicht. I'm looking for this address. Warehouse 36, Darkwater Harbor. Ah. And so who are you? I didn't introduce myself. Edward Pierce, private detective. In any case, it's not very important. I can't answer that. You can't? Or you don't want to? Oh, no, no. I'm not getting into those games, me. Now, please, allow me to do my job. You can't. Don't put that beast back in the water, you shysters. You're crazy. They're cops. They can't understand. Damn stupid idiots. So ein Arschgesicht. Wer sind wir überhaupt? Kann ich dir nicht sagen, ja? Arschgesicht, Alter. Ich denke, das ist der Bauer, Alter, der Typ hier. Weil er eine Knarre hat, was? Moinsen! Ja, ich geh rein. Die sind nicht so gut. Appetitlicher. Let's get him another drink. He's dry. In my bar, we don't serve troublemakers. Pure instinct. I behaved like a Hun, and I sincerely apologize. Veteran, huh? 307th Infantry Regiment. Oh. Well, that'll be okay for now. But the war is over. Try not to forget it. I'm here for information, not for a fight. I prefer it that way. Speak then. I reserve the right to answer or not. Do you know where this place is? Warehouse 36, Darkwater Harbor. The Hawkins Warehouse. I see, yeah. If I were you, I wouldn't hang around there. Why not? First off, there are rumors. Sailors from around here say you can hear noises coming from the warehouse at night. Screams, that sort of thing. Screams? And that's not all. There's the fate of its owners and all the superstitions that go with it. But I'll say no more. Anything else? What can you tell me about her? We all knew she was famous on the mainland for her paintings. Never understood why. Then, I don't want to speak ill of the dead. I've got what I need. Anything else? That'll be all for now. Okay. Die Frau könnte ich gerne versuchen. Yep. What you looking at, stranger?